Ja, hallo allerseits, ich bin der Michael, Michael Media für 300 Jahre Karlsruhe. Das ist mein aktuelles Projekt. Und das ist heute der Wochenblick, den ich mit euch gemeinsam hier veranstalten möchte. Das heißt, ein kurzes Video mit einem Wochenrückblick und einer Wochenvorschau zu den Veranstaltungen rund um den Festivalsommer. In der vergangenen Woche hatten wir, ja, man kann eigentlich schon fast sagen, wie üblich, wunderbare Veranstaltungen. Hervorheben möchte ich jetzt mal zwei oder drei, also das Stadtteilduell Südstadt gegen Weststadt, das fand am Montag statt. Und der Lukas Röbock, der in Karlsruhe unter anderem dafür bekannt ist, dass er die Potluck-Dinner veranstaltet, und dann macht er auch die Couchsurfing-Treffen. Der Lukas, der war so lieb und hat mich da eingeladen, mich darauf hingewiesen auf die Veranstaltung. Also Lukas, herzlichen Dank an dich, hat mich sehr gefreut. Ja, wir hatten da verschiedene Beiträge und die Christine Maria Böhm vom Kater 100 Team, die hat mir da netterweise im Nachhinein auch nochmal die Zusammenstellung gegeben, wer da alles dabei war, also die ganzen Namen, nämlich Nummer 1 Baden-Bugbeat, Percussion-Gruppe des Badischen Konservatoriums unter Leitung von Frank Thome, sowie Nummer 2 Flamenco-Gruppe der Kinderinsel Süd, Leitung Burku Balci. Nummer 3 Musikgruppe des iranischen Kulturzentrums Karlsruhe unter Leitung der Musikgruppe Reza Behesti Pur. Als viertes kam der Bento-Kneipenchor dran. Fünftens Percussion Performance mit Ölfasern der Nebenius Realschule. Nummer 6 klassischer indischer Tanz und Bollywood-Tanz Gruppe des IBZ, des Internationalen Begegnungszentrums in Karlsruhe, unter Leitung von Mera, mit Doppel-E geschrieben, Mani, Mera Mani. Und zu guter Letzt Tom Boller mit dem Südstadt-Song. Als weiteren Höhepunkt, was ich wirklich sehr würdigend und schätzend hervorheben möchte, das war das Treffen der Jugendorchester der Paterstelle von Karlsruhe im Rahmen von Come Together 2015. Das ging quasi jetzt übers Wochenende und am Donnerstag war dazu bereits der Auftakt. Das waren also Jugendorchester aus den Städten Karlsruhe natürlich, Nottingham, Halle, Temeswar und Krasnodar. Ich hoffe, ihr könnt die Städte den Ländern zuordnen oder Ländern zuordnen. Nottingham natürlich England, Halle. Ja, hat man auch schon mal gehört, das ist nämlich Deutschland und Temeswar in Rumänien sowie Krasnodar, Russland. Genau. Und die haben ein Serenadenkonzert gemacht, was wunderschön war. Bitte schaut euch meine Bilder an, meine Fotos. Und ihr werdet nur durch die Fotos eigentlich schon, ja, einen Eindruck haben. Und es war ein toller musikalischer und optischer Eindruck, habe ich sehr genossen. So, in der Halbzeit, jetzt schauen wir mal schnell, was es nächste Woche noch geben wird. Nämlich, da haben wir den Dienstag, da haben wir immer also Effekte, ja, das ist eigentlich das Wissenschaftsfestival in Karlsruhe,
Das hat früher im Dom stattgefunden, in diesem kleinen Zelthäuschen sozusagen am Schlosspark. Und jetzt ist es immer am Dienstag im K300 Pavillon. Und dort wird die Hanna-Sophie Lücke, eine tolle Moderatorin aus Köln, sie wird dort wieder mal moderieren, nämlich Kommunikation und Bildung 2.0. Da dürfen wir doch mal gespannt sein. Schließlich am Mittwoch, da macht der Markus Brock die Moderation, ein sehr erfahrener Moderator, den viele sicher vom SWR kennen, vom Südwestdeutschen Rundfunk, beziehungsweise vom Südwestrundfunk. Ja, am Mittwoch also Stadtgespräch, Stadt des Wissens, Wissenschaft statt, Wissenschaft statt oder Wissensstadt, Lernen und Forschen in Karlsruhe. Also das KIT spielt dort eine Rolle, eine zentrale Rolle, auch das Forschungszentrum Karlsruhe, bei dem ich selber auch für ein paar Jahre mal angestellt war, bevor ich mich als Fotograf selbstständig machte. Ja, und ich sehe, Peter Weibel ist auch mit dabei, vom ZKM, Leiter des ZKM, und die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Das wird also sicher wieder eine tolle Podiumsdiskussion geben. Ja, ich habe mir diesmal Karteikarten gemacht, aber ich muss mich da eben doch auch immer wieder durchwursteln, sozusagen. Was ich unbedingt noch erwähnen wollte, ist die Kamuna, die am Samstag stattfinden wird. Samstag, 1. August. Die Karlsruher Museumsnacht, die natürlich jährlich stattfindet und jetzt aber auch gelistet ist im Rahmen von KA300. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Schaut euch meine Bilder an, meine Videos. Naja, mit den Videos muss ich immer noch ein bisschen üben. Aber wie wir alle wissen, wir entwickeln uns alle weiter, oder? Wir arbeiten daran. Also, ich wünsche euch eine tolle Woche und vielleicht sehen wir uns. Most probably, ja, am wahrscheinlichsten im K300 Pavillon oder ja, Kamuna. Das kann ja dann bei einem der vielen Museen in Karlsruhe sein. Auch eine sehr schöne Sache. Gut, bleibt mir treu. Macht ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und dran mit der Karlsruhe, ja, Facebook-Seite. Und natürlich auch meinen Wochenblick. Da könnt ihr auch ein Häkchen dran machen. Oder einen Daumen nach oben. Also, bis dann. Wir sehen uns. See you later, guys. Bye bye.